Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute ein extrem schönes Intro-Tierchen aus meiner Sicht. Ich darf nicht so extrem reden, sonst erschrickt die jedes Mal. Eine Madagaskar-Strahlenschildkröte, Geochelone radiata. Und in dem Fall eine besonders schöne. Es gibt solche High Yellow, werden sie auf den Farmen genannt. Ne? Also mit deutlich erhöhtem Gelbanteil. Dadurch kommt die Zeichnung, die Musterung natürlich noch viel extremer raus, ne, wenn ihr euch die mal anschaut. Also finde ich wunderhübsch diesen Panzer, diese Zeichnung, die hat. Und deswegen wollte ich die euch als Intro-Tierchen heute mal präsentieren. Das Thema heute betrifft eigentlich so mein Alltag im Büro. Ne. Ich sitze am Schreibtisch und wirklich, also mindestens halb, dreiviertel Zeit vom Tag bin ich damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten. Das ist mein Beruf, das ist auch gut. Ich freue mich auch. Manchmal sind ein bisschen skurrile E-Mails dabei, will ich mal so nennen. Ne? Das wollen wir heute als Thema machen. Haben wir schon ein paar Mal drüber nachgedacht, haben wir immer gesagt, nee, können wir nicht machen. Das hört sich so an, wie wenn wir hier jemanden in die Pfanne hauen wollen oder so. Wir wollen definitiv niemanden in die Pfanne hauen. Ne? Also einige Fragen sind schon so, dass man sich denkt, oh je, da hat er vielleicht sein Hirn nicht ganz eingeschaltet, bevor er es gefragt hat. Aber macht nichts, das gibt es ja auch mal. Ne? Man stellt auch mal dämliche Fragen, das mache ich auch. Aber wir können auch aus diesen Fragen lernen. Ne? Deswegen wollen wir die heute behandeln oder möchte ich euch die 10 skurrilsten davon vorstellen und ab und zu meinen Kommentar dazugeben. Wie gesagt, wir können ein wenig daraus lernen. Wir können vielleicht vermeiden, dass man das in Zukunft fragt. Oder wie gesagt, einen gewissen Unterhaltungswert hat es zum Teil auch. Ne? Fangen wir an. Eine Mail war, kann man Ihnen Reptilien schicken, in Klammer Leopardgecko, und Sie zähmen das Reptil? Würde Ihnen dafür auch Geld geben? Ne? Also jemand, der mich zum Leopardgecko zähmen einstellen will, den muss ich enttäuschen. Also ein Leopardgecko, diese kleinen hübschen Tierchen, klar, die fauchen mal, die machen mal Krach. Aber ich weiß nicht, ob man da was zähmen kann oder zähmen sollte. Diesen Service können wir leider nicht anbieten. Vielleicht auch noch Hintergrund oder einen ähnlichen Kommentar. Entschuldigung, dass ich oft störe. Ich wollte gerade den Kot meines Leopardgeckos entfernen. Er hat geschlafen und ist dann aufgewacht. Er wurde voll aggressiv und will mich beißen, obwohl heute kein Futtertag ist. Ich bin dann mit der Hand raus und er wollte mich beißen, obwohl das Terrarium zu ist, ne? Also durchs Terrarium beißen. Also er sah mich an und wollte mich beißen. Das hat er noch nie getan. Ist das normal und hätten Sie Tipps, was ich daran ändern kann? Das ist wohl der Hintergrund zu der Leopardgecko-Zähmen-Frage. Also mein Appell an euch, seid nicht ganz so erschrocken, die Leopardgeckos werden euch nicht auffressen. Geht da einfach gleich beherzter hin und wenn der ein bisschen schlechte Laune hat und euch zeigt, lasst mich in Ruhe, dann könnt ihr sie einfach akzeptieren und lasst euren Gecko in Ruhe. Also so muss es sich vermutlich zugetragen haben. Entschuldige bitte, dass ich dich jetzt hier geärgert habe, ist in dem Fall ein Black Knight Leopardgecko. Der weiß, dass er hübsch und teuer ist und ist auch ein bisschen so ein kleiner aggressiver. Aber ich glaube, wir können beruhigt sein, der wird uns jetzt nicht anfallen hier, es wird nichts Schlimmeres passieren. Dann haben wir, hallo lieber Stefan, meine Bartagame hat eine Stubenfliege gegessen. Ich würde gerne wissen, ob das gefährlich ist und wenn ja, was ich tun soll. Danke. Also macht euch keine Sorgen, wenn euer Tier mal eine Fliege frisst, gar kein Problem. Ich glaube, das erklärt sich fast von selber. Hallo, ich habe eine Frage wegen Leopardgecko. Sind die echt? Weil ich habe schon mal ein Gecko bestellt und da kam nur ein Anhänger. Ja, also definitiv nicht bei uns. Wenn du bei uns einen Leopardgecko bestellst, der ist ja mit Foto auf der Seite, dann kriegst du natürlich diesen lebenden Leopardgecko und nicht irgendeinen Schlüsselanhänger, wo immer du das auch bestellt hast. Hallo erstmal. Seid ihr an meinen Kornnatter-Nachzuchten interessiert? Ich kann vorweg sagen, dass ich dieses Jahr keinen Nachwuchs mehr bekomme. Doch nächstes Jahr auf jeden Fall.
Also dann sind es im wahrsten Sinne des Wortes ungelegte Eier, die hier angeboten werden. Ne? Ich denke, ungelegte Eier zu verkaufen oder anzubieten, macht wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich Sinn. Hallo, hoffe, ihr könnt mir helfen. Meine Bartagame hat ständig den Kopf hochgestreckt und hat den Hals schwarz gefärbt. Was kann es sein? Sie macht sich auch sehr flach und atmet meiner Meinung nach unregelmäßig. Vielen Dank im Voraus, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich nehme an, also der Beitrag ist schon einige Monate her. Mittlerweile, denke ich, hat der Schreiber beobachten können, dass das natürlich das ganz normale Bartagamenverhalten ist. Und vielleicht da nochmal den Appell, wenn ihr euch ein Terrarientier anschafft, informiert euch über die Tiere, am besten vorweg, oder nicht am besten, sondern informiert euch vorweg, holt euch vielleicht Literatur, schaut Reptil-TV natürlich, da werdet ihr solche Dinge lernen, bevor das Tier bei euch zu Hause ist. Man kann auch zu Artikeln bei uns Fragen stellen. Da kam eine Frage zu einem Wärmestrahler. Ich habe folgende Frage. Funktioniert sie ohne Strom? Also das ist ein Keramikstrahler mit Fassung und ihr werdet jetzt enttäuscht sein, aber natürlich braucht man Strom dazu, sonst wird der natürlich nicht warm. Gell? Hallo zusammen, der Königspython ist angekommen und ich bin wirklich sehr begeistert. Ein tolles Tier. Etwas erschrocken bin ich allerdings über die Löcher im Karton, die durch die Styroporbox gehen. Man muss schon einiges an Kraft aufwenden, um dort solche Löcher zu verursachen. Das darf einem Lebendtiertransporteur nicht passieren. Wollen wir hoffen, dass es dadurch nicht zu kalt in der Box geworden ist. Da war auch ein Foto mit dabei, das seht ihr jetzt hier. Also diese vier Luftlöcher, die müssen natürlich in der Styroporbox sein, beziehungsweise wenn wir ein ganz kleines Tier schicken, kann auch mal sein, dass kein Luftloch drin ist, weil der Sauerstoff drin reicht. Aber wenn es ein größeres Tier ist, machen wir natürlich Luftlöcher rein, damit ein bisschen Sauerstoff in die Styroporbox kommt. Da ist dann der Taschenwärmer davor und da kommt natürlich auch keine Kälte rein. Aber ein bisschen Belüftung in der Box muss sein, also völlig unbegründet diese Sorge. Eine Frage, die ich relativ oft bekomme, die mich aber auch immer gleich ein bisschen amüsiert. Kann man in Zukunft vielleicht die Versandkosten minimieren oder ganz weglassen, da ich wöchentlich Insekten bestelle? Ihr müsst mal mit dem Postbote reden, so nach dem Motto, wenn du eh gerade in die Nähe kommst, kannst du mir mein Paket kostenlos bringen. Ich vermute, das wird nicht gehen, weil der Postbote, der will natürlich jedes Mal Geld, wenn er zu euch kommt. Das ist ja das Geschäftsprinzip des der DHL oder der Paketzusteller. Ne? Und deswegen fallen natürlich auch jedes Mal die Porterkosten an, selbst wenn ihr wöchentlich bestellt. Ne? Dann kennt er zwar den Weg und er kennt vielleicht euch, aber leider will der trotzdem jedes Mal Geld. Das zahlen wir an den Zusteller. Und so wie wir es an den Zusteller bezahlen, müssen wir es leider euch auch berechnen. Die Wärmelampe ist über eine Zeitschaltuhr gesteuert, sodass sie nachts auch einschaltet. Da die Terrarien im Zimmer meines Sohnes stehen, stört es manchmal. Deshalb die Überlegung, eine andere Heizung anzuschaffen und eine extra Leuchte. Klar, wenn ihr als Heizelement einen Strahler oder einfach eine Glühbirne drin habt und die über einen Thermostat regelt, dann geht die Birne natürlich den ganzen Tag an und aus, beziehungsweise auch die ganze Nacht. Deswegen macht man natürlich nicht, dass man so eine Birne an den Thermostat hängt, ne, das an und aus. Zum einen geht die Birne schnell kaputt und zum anderen nervt es. Und das sowieso, wenn das auch die ganze Nacht passiert, dann kann ich mir vorstellen, dann wird der Junior wahrscheinlich kein Auge mehr zukriegen in seinem Kinderzimmer, nicht im Sinne des Erfinders. Können Sie mir ein bisschen über Halsband-Leguane erzählen? Bitte, ich bestelle vielleicht bei euch. Ja. Dazu haben wir unsere Reptil-TV-Folgen, da erzähle ich alles Mögliche, aber mir eine E-Mail schicken, so nach dem Motto, ach, jetzt erzähl mir ein bisschen was über Halsband-Leguane, würde ich gern machen, schaffe ich zeitlich leider unmöglich und deswegen gibt es aber unsere Reptil-TV-Folgen über alles Mögliche, auch schon über Halsband-Leguane, bitte schaut da rein. Und dann haben wir noch was die Temperatur betrifft, ne? Also ich philosophiere wahrscheinlich jede zweite Folge darüber, die Temperatur im Terrarium oder das Klima ist wirklich das A und O. Ne? Und Klima heißt, wenn es heißt 30 Grad, dann heißt es 30 Grad. Ne? Aber da
Und beziehungsweise, wenn das Klima nicht stimmt, dann geht es eurem Terrarientier natürlich nicht gut. Sei es, dass er nicht mehr gut frisst oder dass er krank wird oder sonstiges. Ne? Und da erreichen mich auch manchmal Mails, wo ich mir denke, naja, aber das denkt doch an das Klima, Leute. Ne? Also zum Beispiel, könnte ich Ihnen eine Frage stellen? Mein Königspython schläft seit 4 Monaten. Fressen tut sie seit 5 Monaten nicht. Schau immer mal nach, ob sie noch lebt. Ist das normal? Mache ihr vier Stunden die Wärmetechnik an, hat aber ohne Lampe 23 Grad. Ja? Also 4 Stunden am Tag ist die Wärmetechnik an, hat ohne Lampe 23 Grad. Und da wundert sich jemand, wieso der Königspython nicht frisst und wieso er sich nicht bewegt und so weiter. Also da spare ich mir jetzt den Kommentar dazu. Ähnliches Ding. Alles klar, vielen Dank, werde ich so umsetzen. Allerdings, kann es wirklich damit zusammenhängen, dass sie sich so verhält? Ich meine, es sind ja nur 2 bis 3 Grad, die fehlen. Ja, also das ist nicht der gleiche wie gerade eben, sondern das ist ein anderer Kunde. So nach dem Motto, naja, es fehlen ja nur 2-3 Grad Temperatur. Das heißt, der Königspython hat halt 27 statt 30 Grad. Ja, es liegt daran. Ne? Wenn der einfach 27 hat und 30 will, dann fühlt er sich nicht wohl und dann frisst er nicht. Also ganz wichtiger Punkt. Nur 2 bis 3 Grad, das macht es aus. Auch eine schöne Frage. Hallo, wir haben einen weißen Stein im Terrarium entdeckt. Wisst ihr, was das sein könnte? 2 Bilder sind beigefügt. Danke für eure Hilfe. Also auf den Bildern war sowas hier abgebildet. Und da sind wir wieder wie vorher. Wenn ihr euch ein Terrarientier anschafft, informiert euch drüber, holt euch Literatur. Schaut Reptil TV, also dieser weiße Stein, das ist ganz typisch für Schlangen, das ist im Prinzip Kot, beziehungsweise das ist der Kalk, den die Tiere fressen, ne? Das Fell, die Knochen, den scheiden die als so Kalkausscheidung aus, ne? Der liegt dann so im Terrarium oft, zum Teil wird es dann mit dem normalen, mit dem braunen Kot ausgeschieden, manchmal auch nur, wenn sie Urin ablassen, dass sie so einen weißen Bollen ausscheiden. Also wenn ihr euch eine Schlange anschafft und diesen weißen Dinger im Terrarium oder Bollen im Terrarium findet, macht euch keine Sorgen, ganz normal, das werdet ihr bei allen Schlangen finden. Und last but not least, auch eine nette Anfrage, die ist schon fast, ja, wir haben schon überlegt, ob wir sie lesen dürfen, aber ich lese. Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine Zwergbartagamen öfters miteinander kämpfen. Sie sind beide männlich, 5 Jahre, und ich hatte noch nie solche Probleme. Sie kommen gerade aus der Winterruhe. Der eine hat keine Vorderbeine mehr und wird daher immer vom anderen gebissen. Er schleift diesen dann ein paar Sekunden mit und danach verschwindet er. Der kleinere trägt eigentlich nie Verletzungen dabei fort. Trotzdem mache ich mir ein wenig Sorgen. Viele Grüße aus der Schweiz. Das finde ich der größte Kracher. Naja, ich denke, du solltest dir Sorgen machen, wenn der Große den Kleinen durchs Terrarium trägt. Und ja, man sollte echt nicht lachen. Und der Kleine hat schon keine Vorderbeine mehr. Also da gehen wir mal davon aus, dass das irgendwie anders passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber ja, du musst dir Sorgen machen. Und 2 Männchen Bartagamen zusammen funktioniert halt gar nicht. Und wenn es jetzt 5 Jahre funktioniert hat, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber definitiv keine 2 Bartagamen-Männchen in einem Terrarium. Das waren die 10 skurrilsten, oder es waren glaube ich 11 oder 12 Terrarianer-Fragen, die ich so die letzten Jahre bekommen habe. Nochmal ausdrücklich, ich will keinen in die Pfanne hauen, ich will mich über niemanden lächerlich machen. Klar, wir werden sicher... Also ich habe definitiv geschmunzelt, ich nehme an, ihr auch, über die ein oder andere Frage. Muss man schmunzeln, die ist dann doch ein wenig eigenartig. Aber wir lernen aus all den Fragen und das war Sinn und Zweck heute und deswegen wollte ich die euch heute präsentieren. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel. Gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.